Dann kommen wir noch zu anderen Personalien. Einmal Nicolas Gonzalez ist weg vom 26.07. bis zum 11.08. Wurde nominiert für die Argentinier zu den Panamerikanischen Spielen. Heißt, er fehlt gegen Hannover, gegen Heidenheim. Und gut, das ist am 12.08., aber da wird er vermutlich nicht spielen. Auch gegen Hansa Rostock im Pokal. Natürlich, je nachdem, wie früh er rausfliegt, vielleicht ist er dann dort auch schon wieder fit und verfügbar für uns. Und wer offiziell auf transfermarkt.de auch einen Kaderplatz bei uns hat, ist Krötzinger, Talent aus unseren eigenen Reihen, meines Wissens Linksverteidiger. Und ich denke, dann wird er bei dem auf jeden Fall die Chance am höchsten sein, dass der bei uns auch im Kader bleibt. Andere Talente haben wir auch, zum Beispiel der Jakub war ja auch im Training dabei, oder ein Aidonis oder ein Mack. Mal schauen, inwieweit die eingesetzt werden bei uns oder ob sie eben doch noch ihre Erfahrungen in tieferen Ligen sammeln müssen. Und dann noch andere Themen, eine Wasserstandsmeldung zum Thema Dauerkartenverkauf wurde vom VfB schon ein bisschen länger her abgegeben. 29.500 Dauerkarten wurden verkauft, 3 davon gehen quasi an mich, 2 davon natürlich verteilt an meine Kumpels und eine an mich. Wir sitzen einen Ticken weiter hinten, Ticken weiter oben quasi, aber im selben Block wie 2016-17 und 2017-18, also aus den beiden Dauerkarten-Saisons-Videos auf meinem Kanal. Kennt ihr diese Sicht? Vermutlich noch oder hoffentlich mal noch. Ist mal wieder ein krasser Ansturm. Absolut für zweite Liga. Fanbasis und so wird immer am Start sein. Hab auch wieder gemerkt, ich habe egal wie, gefühlt über 3-4 Ecken oder so, über 3-4 Anbieter versucht, an diese scheiß Auswärtskarten für Heidenheim ranzukommen. Keine Chance. Verkauf bei uns auf der Website. Keine Chance. Heidenheim keine Chance. VfB away. Keine Chance. Ist einmal zu krass. Das ist ein bisschen schade in der zweiten Liga mit den wenigen Auswärtskontingent. Aber was willst du machen? Dann auch ein Thema, was natürlich nicht, kann man nicht vergessen, konnte nicht an einem vorbeigehen. Diese unfassbare Mitgliederversammlung, WLAN-Panel, Fans saßen da stundenlang rum, ohne Ergebnis, ohne nichts. Ich nehme einfach das Wort auch in den Mund, Häme oder allgemein einfach diese Feindseligkeiten Richtung unserem Präsidenten Wolfgang Wietrich. Bestimmt auch von Argumenten und so weiter gestützt, aber das wurde ihm zu viel und er ist am Tag darauf in einer Facebook-Meldung zurückgetreten. Heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Präsidenten und hoffentlich ist dann zumindest dieser Teil quasi aus unserer Kurve verschwunden. Dieses traditionelle nach dem Spiel Dietrich rausbrülle und Plakate und schieß mich tot, selbst bei beim Trainingsauftakt, bei dem ich war. Also das wenigstens haben wir den Teil jetzt mal weg, vielleicht wird das alles ein bisschen harmonischer. Und dann gibt es noch ein bisschen was aus der Gerüchteküche quasi. Donis für anscheinend 15 Millionen oder irgendwo im zweistelligen Bereich zu Dynamo Moskau. Klang alles relativ gut, relativ sicher und so. Aber anscheinend wird es jetzt ein bisschen schwerer wegen Gehalt und Ablösesumme will Dynamo natürlich noch ein bisschen drücken. Ja, da hätten sie wohl besser noch auf seine anscheinend noch damals vorhandene 11 Millionen Ausstiegsklausel, die direkt mal greifen sollen. Mal gucken, was sich da noch so ergibt. Timo Baumgartner dagegen, das scheint dann alles relativ mehr oder weniger sicher zu sein oder klingt sehr, sehr viel weiter als der Donis-Deal. Zura Pace wie Eindhoven zum guten alten Trainer Marc van Bommel, gute alte Bayern-Ellenbogen-Legende. 8 bis 10 Millionen kriegt man für den vermutlich. Ich meine, das passt eigentlich alles ganz okay, aber es ist okay. Der geht zum Champions-League-Club und ich denke, ja, der hat schon sehr viel mit uns erlebt, obwohl er noch auch sehr jung ist und immer noch quasi als Talent gelten könnte. Hat in der Rückrunde wenig Rolle gespielt bei uns, auch wegen seiner Verletzung. Ich meine, es war eine Gehirnerschütterung oder irgendwas im Kopfbereich. Dann trotzdem die U21 eben alle Spiele gemacht. Stamm-Innenverteidigung war das sogar mal zeitweise. In der U21 Kapitän, also dass der weggeht, ist glaube ich relativ sicher und Paceway ja, spielt Champions League. Mal gucken, der Deal scheint aber relativ fix zu sein, Stand heute. Und dann noch ein bisschen was Aktuelles, was quasi auch irgendwie alles heute so ein bisschen reingetrudelt ist oder gestern noch. Es sind bisher ca. 50.000 Karten verkauft gegen Hannover, also auch wieder richtig krass, weil wenn man sieht, dass da trotzdem noch, wenn man kann dann noch gucken bei den verbleibenden Tickets, so Kirchentribüne ist quasi so direkt ein Block an uns ran, aber zählt halt nicht mehr in die Preiskategorie von unserer Kanzlerkurve noch. Und da zahlst du tatsächlich immer noch Vollzahler 47,50 Euro für ein Zweitligaspiel gegen Hannover 96, auch wenn es das Topspiel oder mit eins der Topspiele der Saison ist für uns gegen Hannover. Aber das ist meines Erachtens trotzdem absolut zu viel. Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt im Schnitt zahle mit der Dauerkarte, wenn man es mal runterrechnet auf die 17 Spiele verteilt. Ich meine, das liegt irgendwo 16, 17, 18 Euro, irgendwie sowas. 47,50, das würde ich nie im Leben so als Einzelkarte für ein Zweitligaspiel zahlen. Und dann noch eine richtig schöne Geste vom VfB. Einheitliche Ticketspreise für Menschen mit Handicap, 7 Euro. Richtig schöne Aktion. Wenn man da jetzt mal quasi die Meldung genauer anschaut, gilt es, glaube ich, für irgendwie einen spezifischen Block in der Türkheimer Kurve, wo sie dann nahe am Feld sitzen. Aber es ist trotzdem eine richtig schöne Aktion.
Und dann noch eine Meldung vom VfB. Weiß gar nicht, ob sie es die letzten Jahre auch so gemacht haben, dass sie es offiziell vermeldet haben oder offiziell dafür aufgerufen haben. Dieses Jahr machen sie es auf jeden Fall. Zur Karawane Cannstatt, 18 Uhr Treffpunkt, wie immer Bad Cannstatt Bahnhof. Und dann 18.30 Uhr geht's los. Das marschieren alle in Weiß zum Spiel gegen Hannover 96, das ja bekanntlich um 20.30 Uhr angepfiffen wird. Der offizielle Saisonauftakt der Zweitliga-Saison. Und ja, das ist einfach nochmal jedes Mal aufs Neue nochmal was Geiles. Ein bisschen mehr diesen Hype nochmal hoch zu pushen, noch ein bisschen mehr einen zu pushen. Wirklich richtig Bock zu bekommen auf dieses Spiel. Wird bestimmt wieder geil. Werde ich vermutlich vertreten sein vorm Heimspiel gegen Hannover 96. Und dann sind wir angekommen am Ende vom Video. Hoffe mal, es war jetzt nicht zu lange, war ja doch sehr viel zu bereden, zum Abarbeiten. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich wieder. Es geht ja wieder los, Donnerstag, immer schön einen Tag vorm Spiel. Die Trailer-Vorschau diesmal zum Spiel gegen Hannover 96. Und dann geht's ja auch wieder los mit Stadion-Vlogs und so weiter. Die Hype-Phase, VfB, viele Uploads. Genau, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.